Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Wie ihr seht, sind wir nicht mehr in dem Laden da unten. Oder etwas drin? Ja, hallo. Bereitet das Fleisch doch nicht mit irgendwelchen und ich vermute hier, weil der hier zu ist, den haben wir ja getötet. Was benötigt ihr, mein... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Aber die kann ja nur Zutaten und Essen. Handeln. Vergesst nicht täglich frisches Obst und Gemüse. Ja, hallo. Werft einen Blick darauf. Bekleidung. Okay, ist ja schon mal etwas. Kommt, wir Ach, die hat zu wenig Gold. Passt gut auf euch auf. Jo, danke. Die Wälder liegen in dieser Richtung. Seid gegrüßt, Stammesgenossen. Ja, es zeigt auch gegrüßt und die Blumen gesammelt. Gefertigt vom großen Eol und Traumelden. Isolda, oder? Was führt euch auf den Markt? Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nazim. Darüber müsst ihr mich bekannt. Bergblumen einsammeln. Einen Bauernhof zu besitzen hat seine Vorteile. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Ja, komm, wir gehen mal hier. Weg von den Laberkisten und schmeißen uns mal ins Trockene, aber nicht da, sondern da rein jetzt, da oben. Die Tiefenschmiede. Mal so schauen, was das ist. Hier unten waren wir. Und da bin ich ein bisschen Ziel Himmelsrand. Ach, da geht jetzt wieder raus. Oh, schön. Hier können wir nicht mehr trinken. Komm, dann gehen wir mal da raus, um zu sehen, was da so los ist. Ist ja eigentlich nur Himmelsrand. Aber man weiß ja nie, was da los ist. Und ich habe so mitbekommen, bei von Kommentaren und Zuschauern und so, tralala, ich sollte mir die Schmiedekunst verbessern, denn man kann jetzt auch, ich weiß, glaube ich, das ist eigentlich schon ewig so, aber ich habe es noch nicht gecheckt. Man kann auch, wie soll man sagen, ach Mensch, wie heißen die unten? Die Zwergen. Ach, so Zwergen. Und da braucht man so eine Stufe von etwa 80 Punkten. Und dann ist das doch schon ein bisschen viel. So, ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen eine Pause gleich machen. So, ich erledige schon etwas. Komm dann gleich wieder. Ciao. So, bin wieder zurück und wo... Ach, wo ist denn das? Meine Güte. Also irgendwo, wo es... Ach, schön, du. Und wie kommen wir denn jetzt wieder rein? So irgendein Geheimversteck oder so. Ach, unten ist ja der Bauer. Da müssten wir da rumlaufen. Wisst ihr was, vielleicht könnten wir das machen. Neuer Schlag. Also das ist kein neuer Schlag, aber wenn wir zurückgehen. Oh, den habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und ich auch noch nicht. Eisfurchenhof. Gibt's hier Kohl? Ne, so wie es aussieht, gibt's hier eine Menge Zutaten. Weizen.
Hey, komm, weg. So, Weizen, Weizen. Den können wir ja nicht hinzufügen. So. Ja. Komm, wir speichern nochmal. Und werden uns Schleichen verbessert. Rot. Gold, Schlüssel, Silber, Apfelkuchen, Dietrich und Halskette nehmen wir mit. Und jetzt können wir hier schön Holz hacken gehen. Und hoppa! Feuerholz, zwei hinzugefügt. Und kannst nicht rennen. Hoppa. So. Wir können nicht rennen. Da sind wahrscheinlich diese Schuhe. Natürlich, die sind. Ne, wir nehmen die Feuergewicht. Waren aber natürlich auch noch. Ich will ihn veranlassen. Wert 800 nehmen wir natürlich nicht. Flöte. Ja. Ach komm, die Kesselchen. Ja, das Mühlenrad. Ach nee, ich darf nichts mehr einsammeln. Ich hab einen Schlüssel, also jetzt. Hier ist ja schön gemütlich. Haben wir hier irgend Salz? Gut, gut. Stehlen Beistelltischchen. Eigentlich bin ich so auf Gold aus. Holzkohle, also was der alles hier in der Truhe hat. Okay, eigentlich einhändig verbessert, auch nicht gut. Immer gut, ein Geldbeutel. Die Äpfel lassen wir mal schön da liegen. Und wohin können wir denn? In den Himmelsrand, in den Gemischwarenladen können wir theoretisch nicht mehr. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Schmelzen können wir nichts mehr. Nun gut, denn wir brauchen Leder. Leder, Leder, Leder. Leder.
Gehen wir mal da unsere Waffen verkaufen. Komm jetzt mit dem Laden hier. Gut, gut, gut. Wir haben kleine, die besten Waffen und Rüstungen. Glaubst du? Zack, verkauft, verkauft. Ach, hier haben wir noch Bekleidung. Nee, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Bringt uns nichts, das auch nicht mehr und dazu auch nicht mehr. Hey. Die besten Waffen und Rüstungen. Und sonstiges haben wir ja noch sehr viel. Ach, der will nur die. Die Eisenbahn. Eisenbahn 10. Okay, kaufen wir. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Hat auch ihr seht aus, jeder? Als die besten Waffen und Rüstung. Das könnte nämlich jetzt von Vorteil sein, wenn der jetzt noch Leder hier hätte. Mhm. Jetzt können wir eigentlich ein bisschen schmieden gehen und das Zeug verbessern. Stahlbarren, also hier ist immer ein bisschen. Hey, ich bin dran, nicht du. Ach, Leder, jetzt haben wir Leder und hier war ein Lederstreifen. Geh weg! Ja, ich hab hier das dann, meine Mäpschen. Schreiben immer 4. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Oh ja! Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Gut. Ich kann ja nicht, Mensch. Kennt ihr meinen Vater? Nö, kenn ich nicht. Oben in der Drachenfeste. Okay. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zukommen lässt, sein Nicht schlecht, aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Bis zum nächsten Mal. Okay, wo ist denn der Schleifstein? Raus damit. Ach, da drüben. Schön, schön. Komm. Den haben wir auch gleich verbessert, den. So, du bist es hier. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay, Ledergerb. Dann gehe ich mal. Bring Leder zu. Raus damit. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Pelzhelm. Gut. Vergesst dann nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Nee, ich schau nicht drin nach. Ein Pelzhelm. Wieso wird ihr einen Pelzhelm? Also. Mal so Fertigkeiten zum Schauen. Locken. Wiederherstellen, zerstören. Schmiede. Hier. Sch
Stahlschmiedekunst. Kann Stahlrüstung und Waffen in Schmieden herstellen und doppelt so effektiv machen. Du kannst magische Waffen oder Rüstungen verbessern. Zwergische Schmiedekunst, das habe ich ja gemeint. Orkische Schmiedekunst. Ebenerz Schmiedekunst. Detraische Drachenrüstungen. Oh, joi. So, was müssen wir hier rum? Ich helfe. Hier ist ein Pelzhelm. So weit, verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Ist gut, und mit diesen Arbeitsweisen werde ich mich eine kleine Pause einlegen, mein Mundwerk ein bisschen ausruhen lassen, weil ich habe ein bisschen, sagen wir einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei. Einen Angriff vornehmen müssen. Das heißt, den Weisheitszahn entfernen, und es tut mir erst ein bisschen weh, und ich werde eine Pause einlegen. Bis bald.